Die härteste Cross-Serie Berlins. Drei Läufe an drei Samstagen im Oktober. Eine Menge Berge im Tegeler Forst und knapp 70 Höhenmeter allein auf dem letzten Kilometer. Nur wenige Läufer wagen sich an diese Herausforderung. Die Rede ist natürlich von der Seger-Serie. Ich liebe dann diese Strecke und freue mich jedes Mal dann praktisch dann diese Strecke dann zu laufen. Ich denke, die Herausforderung ist der Tegeler Forst an sich, der Wald, die Wiesen, die dazwischen vorkommen, die Wurzeln, das ist teilweise ja, pfadig. Bereits zum 47. Mal in der Geschichte der LG Nord-Berlin und des SC Tegeler Forst treffen sich heuer laufbegeisterte Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer, um auf verschiedenen Strecken im Tegeler Forst gegeneinander anzutreten. Beim ersten Lauf gilt es, jeweils eine 3,6 Kilometer, 7,2 Kilometer oder eine etwa 10,8 Kilometer lange Strecke zu bewältigen. Die größte Schwierigkeit dabei, von Lauf zu Lauf steigen die Distanzen. Ich komme aus den USA und in Virginia haben wir so viele Cross-Läuferstrecken. Ja, deshalb also habe ich mich um diese Serie angemeldet. Tolle Distanz, tolle Strecke, meistens richtig gute Bedingungen, auch heute, ja. Auch wenn es regnet, passt super dazu. Perfekt. Hier ist definitiv der Adrenalin-Junkie gefragt, denn dieser Lauf mit bis zu 70 Höhenmetern pro Runde hält, was er verspricht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stoßen mit 100%iger Sicherheit an ihre körperlichen und psychischen Grenzen. Nicht ohne Grund trägt die Seger-Serie den Beinamen die härteste Cross-Serie Berlins. Spaß ist sicher was anderes, aber das Glücksgefühl, das die Läuferinnen und Läufer verspüren, wenn sie alle Läufe geschafft haben, ist einfach unbeschreiblich. Voller Stolz können sie sich dann für den Rest des Lebens als wahre Seger bezeichnen. Es war nach dem Berlin-Marathon, bei dem ich nur Krämpfe hatte. Wirklich ein schöner Lauf, hoch und runter. Das Hoch hat mich nicht gestört. Ich bin nur langsamer als die anderen. Da macht das Spaß mit diesen kleinen, herausfordernden Hügeln. Einfach schön hier und auch total nett, fast familiär organisiert. Wagen Sie sich auch an diese Herausforderung. Bereits am 15. Oktober findet der zweite Lauf der härtesten Cross-Serie Berlins statt. Melden Sie sich dafür doch einfach online an und bewältigen Sie einen Lauf der Seger-Serie, der Sie so richtig an Ihre Grenzen bringen wird.